Hallöle, wir suchen gerade einen Dungeon. Da steht zwar 3 Minuten, aber wir haben schon über 3 Minuten. Deshalb verstehe ich den ganzen Kram nur mal ein bisschen nicht. Und ich habe gerade jemanden gewispert, einen Mensch Hexmeister, der hat Stab verkauft. Warte, guck ich dir mal an. Den hier. Den hätte ich ganz gern, aber 19k ist mir ein bisschen zu viel. Ich habe Post von Virudo, einem netten Guildmitglied. Und eine 8. Achso. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal gleich Dungeon, wenn wir einen finden. Und sonst laufe ich so lange in Sturm und drum und nehme mir auf, ist ja auch kein Problem. Elementium Geode, danke Virudo, die schicke ich gleich mal an mein Main. Und Kimi meinte, du möchtest einen. Danke. Over. Siehst du, Kimiko? Hast du eben doch gesagt. Weil ich mit dem Typi hier ja nicht unbedingt. Den zocke ich ja nicht weiter, der bleibt ja auf 60 und dann mache ich PvP oder so. Yeah. Ich könnte eventuell mal meine Berufe nachskillen. Ey, Cake, cooler Name. Wie lange noch? 4 Minuten. Das ist ja toll. Moment mal, wo können wir denn weiter questen? Also, wir haben im nördlichen Schlingerntal noch Quests. Aber auch nur eine, die gelb ist. Das ist echt für den Arsch. Oh, warte mal, hier ist eine Aufruf. Kacke, südliches Brachland. Nee, das ist mir viel zu weit weg. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal wieder ins Schlingdorntal und da machen wir dann bei den ganzen Typen. Was kann ich für euch tun? Machen wir. Seid vorsichtig. Quests. Brainlag. Okay, ich würde jetzt trotzdem gerne mal eine Insel finden. Wenn jetzt schon 5 Minuten steht, na, dann drehe ich durch. Hoppla hopp. Wie geht's? Hi. Ah. Wir haben nämlich eine Menge neue Skills, die ich gerne mal ausprobieren würde. Deshalb will ich unbedingt eine Instanz rein. Es gibt ja leider keine Trainingspuppen für mein Level. Ja. Was ist das hier? Ausweichen. Oh. Dann wahrscheinlich ein Sturmwind. Cool. Ich habe auch einen Krieger, aber meiner ist wesentlich besser als der. Hallo, kann doch nicht sein, dass wir so lange für eine Insel brauchen. Wenn da schon steht 5 Minuten und wir 6 Minuten brauchen, dann ist das sexuelle Belästigung. Dann fliegen wir einfach nach unten ins Schlingertal und geben da mal ein paar Quests bei den ganzen Lappen ab. Das Licht sei mit euch. Verfuckt. Damit kein Flugpunkt, aber egal. Na, 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 na. Na, 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 na. Ich zeig mir ein Parler TF, das sieht echt für den Arsch aus, finde ich. Also ich finde das grottenhässlich. Aber wem es gefällt, Paladin, du bist hier. Na gut, steht einem Morgen jetzt sowieso nicht so gut, aber ich finde das echt für'n Arsch. Okay, ich merke gerade, ich finde es doch cool. Vor allem das hier. Aber Krieger, mehr geht nicht. Ich habe gestern einen T11-Teil, also die Handschuhe von der Baradin-Festung bekommen mit meinem Krieger-Tank inzwischen. Ja. Ich will den Helm haben, unbedingt. Die Hände habe ich aber schon. Raji. Trash Mobs. Hier, ja, das wäre doch mal ein Stab für uns. Obwohl, Willenskraft, kann ich Willenskraft gebrauchen? Ich denke mal schon, aber das war noch eigentlich für Heiler, oder nicht? Ach, ich habe keine Ahnung mehr.
Ich bin nur gut im Tanken und im Damage machen. Ja, alles andere ist mir auch scheißegal. Gut, dann reiten wir eben nach unten ins Schlingdorn Cup. Dab reitet den Schlingdorn Cup. Okay, der Sound ist echt ein bisschen strange. Chilmer Sound. Ey Jungs! Donnerstag neue New Kids im Kino. Mutz! Ey, das wird super immer. Jeder der nächsten Donnerstag soll New Kids Turbo auf Deutsch rauskommen. Oh mein Gott, das wird geil. So, wir müssen jetzt hier langlaufen. Übrigens, wenn wir hier schon sind, Zul'Gurub und Zul'Aman ist hier. Nein, Zul'Aman ist in der Geisterlande. Hier ist Zul'Aman. Soll auch Dungeons werden. Auf HC und Non-HC, glaube ich. Und da gibt es dann auch Epics. Das wird im Bar. Bin zwar schon ziemlich episch. Ich glaube, ich habe 8 oder 9 Epics mit meinem Krieger. Kann ich euch ja gerne beweisen. Die Tage, aber jetzt nicht. So, 6 Minuten Aufnahme und noch nicht einen einzigen EP gemacht. Egal. Ich breche mal alle anderen Quests ab. Die kann ich eh nicht mehr machen, da komme ich nicht mehr rein. Auch die ist so cool, die Sense. Es gibt zwar Erfolge, wenn ihr alle Quests in einem Gebiet macht, aber ich habe da jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich will so schnell wie möglich Peru fertig haben, damit ich endlich mal andere Projekte weitermachen kann. So. Mache ich denn da die Linie so zu laufen, ist viel einfacher. Ich komme nicht von der Brücke runter und wir finden keinen Dungeon, obwohl ich schon 10 Minuten warte. Nein, gepult. Sturmattacke. Hier ist Marstrom, mehr, nee, nicht Marstrom, aber so ein Strudel, der ist auch von Deathwing hervorgerufen worden. Aber irgendwie. Da kennt man sowieso nichts davon. Vor allem, wenn man reingeht, ist man am Arsch. Was steht denn da? Todeszone. Uts! Boah, perfekter Jump. Mit 150% Skill. Pling! Mano, find ein Dungeon, Alter! Bin deine Mutter, du Huren! Brech dir die Beine! Wir waren hier von Mauern umgeben. Freunde von Graumähne sind auch meine Freunde. Genug der Plauderei für heute. Schönen Tag noch. Danke. Ehre dem König, Freund. Oh! Seid vorsichtig. Okay, 2 neue Quests. Eine können wir unten direkt abgeben. Und 2 hier machen. Ogre-Quests. Und fürs Entdecken haben wir mal eben 500 DP bekommen. Also bleiben wir dann doch nicht auf 0. Alter, das ist echt wieder so ein Erkundungsvideo. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr Offscreen machen. Nach, wer weiß das schon. Bring. Bring. Mir hat sogar schon jemand eine PS2 geschenkt. Das ist echt nett. HD, ich liebe dich, wenn du das siehst. Sollte auf dem Weg sein, wenn er mich denn nicht betrügt. Aber glaube ich nicht. Der hätte die Eier mir zu sagen, dass es nicht geht. Wäre aber auch kein Problem gewesen. Schatzkiste der Gromosch-Typis. Ihr seht, die sind alle schon wieder gelb. Das finde ich gut. Dann erhöht sich die Chance, dass wir einen Schattenblitz casten können. Und jetzt Boots. Der ist kritisch getroffen. Der ist auch passiv. Ja, ihr seid ja witzig, ey.
So eine Scheiß. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Du verfickter Huan. Mann. Ich wollte doch gar nicht sterben. Vielleicht soll ich nicht so viel pullen. Ja, durch unser Gilden-Level-Up können wir auch inzwischen schneller laufen. Was uns einiges an Zeit und Kräften und Generve spart. Finde ich sehr geil. Mann, oh, ich darf nicht immer so abkacken. Es fängt ja schon wieder genau wie mit Sizzle. Aber jetzt habe ich weniger als einen Mob gepult und bin abgenippelt. Hm? Ich beschwöre mal den. Kusun. Kann denn der Begleiter? Der ist irgendwie scheiße. Der kriegt voll viel Schaden. Emo-Attacke, Boots, Boots. Weißt du, du bist zwar cool, mein Hündchen, aber ich finde dich nicht so cool wie meinen dicken Zuhälter hier. Verschwendet nicht meine Zeit, unbedeutende Kreatur. Sie hab ich eigentlich nicht gekillt, Mann. Hätte ich gar nicht killen brauchen. Ich muss doch nur da rein. Ah ne, die Kiste ist da. Stimmt ja, die habe ich echt killen müssen. Gut, so dumm bist du gar nicht, Dab. Angriff. Ich mal gucken, ob diese oben es geht. Peng, voll in die Fresse. Nein, gefiert. Seelenstein brauchen wir noch. Ey, das wollte ich gar nicht machen. Wo ist denn die Kiste? Da ist sie doch. Die sammeln wir eben ein, dann machen wir gleich einen Schnitt und dann schauen wir weiter. Peng. So, Kiste eingesammelt, Quest komplett. Dann machen wir hier eben einen Schnitt. Ich warte eben auf den Dungeon. Dann gehen wir da rein und dann gucken wir weiter. Also dann, euer Dab, bis zum nächsten Part. Ciao.